Ein herzliches Willkommen zu einer kurzen Folge von Train Simulator 2022. Der Dennis spielt das. Einen Tag vor Weihnachten wollte ich euch dann noch ein kleines vorweihnachtliches Geschenk machen. Und zwar fahren wir heute ein kleines Szenario von Zug Simfan. Das Ganze stammt aus der Feder von Felix der Weise. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wir fahren heute einen kleinen bzw. einen schicken ICE 3 und ich lese einfach mal vor. Hallo Lokführer, an diesem vorweihnachtlichen schönen Wintertag haben Sie in München Hauptbahnhof den ICE 620 München-Dortmund übernommen und fahren diesen bis Nürnberg Hauptbahnhof. Sie sind gleich in Ingolstadt, wo Sie aber nicht halten werden. Achtung, dieses Szenario startet im fahrenden Zug. Haben Sie weiterhin eine gute Fahrt. Ja, und damit werden wir das Ganze mal starten. Wie gesagt, das Szenario gibt es kostenlos bei Zug Simfan zu downloaden und das Ganze stammt von Felix der Weise, der das Ganze entwickelt hat und ich starte dann einfach mal. So, wir dürfen 160 fahren, würde ich sagen. Dann werden wir das einfach mal tun. Werden hier aber noch ein wenig Licht in die ganze. So, nein. Naja. So. Zack. Werden aber auf jeden Fall noch die AFB betätigen. AFB. Ui, das war zu viel. So. Spitzenlicht haben wir an, das ist sehr schön. So, ich sehe aber gerade, dass wir bei 130 eine Beschränkung haben. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal ein wenig abschalten. Wir nicht zu schnell werden. So, hier fahren wir ja drüber. Hier Fahrdienstleistung. In Ingolstadt Nord steht ein defekter Zug. Sie werden kurz am Einfahrsignal warten müssen. Sie erhalten weitere Anweisungen. Ja, dann werden wir uns darauf auf jeden Fall vorbereiten und so 130. So, und da kommt auch schon unser kurzfristiger Halt in Ingolstadt Nord, kurz vor dem Einfahrsignal. So, das gibt mir dann auch gleich die Gelegenheit, euch den Zug zu zeigen, mit dem wir heute unterwegs sind. Es ist wie gesagt der ICE 3 von DTG. So, das nächste Signal wird rot sein. Das heißt, wir werden hier mal ordentlich in die Bremse gehen. Ja. Die LZB dreht auch schon am Rad hier. Die Bremse ist aber auch nicht gerade die beste. Ich hab den volle Kanne auf drauf gezogen. Das gibt's doch gar nicht.
Hier nochmal die Fahrdienstleitung. Der Lokführer hat das Problem gefunden und repariert. Der Zug wird in ein paar Minuten weiterfahren. Sie werden diesen Regionalzug wohl bis Kindig vor sich haben, ehe Sie ihn überholen können. Also stellen Sie sich auf rote Signale ein. Weiterhin gute Fahrt. Ja, dann können wir ja eigentlich auch stehen bleiben. Fahren wir erstmal zurück zum Signal. Das ist natürlich nicht Lokführerkonform, was ich hier mache. Aber es ist ja Gott sei Dank nur ein Simulator. Da kann man solche Experimente. Sehr geehrte Fahrgäste, ein kurzer Hinweis zum Zugverkehr. Aufgrund hoher Streckenauslastung müssen wir hier außerplanmäßig halten. Wir werden unsere Fahrt in wenigen Minuten fortsetzen. So. So, ich würde sagen, ich halte mal kurz, schaue mir mal ganz kurz die Strecke an, ob die frei ist. So, wir sind hier. Und unsere Strecke ist noch nicht frei. Deshalb haben wir auch noch rot. Ihr seht das hier. Aber dann werden wir noch ein wenig warten. So, wir dürfen. Wunderbar. Das ist unser Zug. So, das nächste Signal ist auch rot. Also nochmal passiert mir das nicht, dass ich da drüber saus. Ah, die LZB bremst schon ein, wunderbar. So, dann warten wir abermals. So, schauen wir mal kurz auf die Strecke. Wir sind hier. Also unsere Strecke ist soweit frei. Da fährt er, da fährt er. Aber wir dürfen noch nicht.
Ja, das dauert wohl ein bisschen länger, bis wir hier mal wieder fahren dürfen. Das bringt unseren Fahrplan durcheinander. Also so lange kann das doch nicht dauern. Kann man nicht mal mehr raus hier. Also entweder ist das ein Bug, was ich schon ganz stark vermute, oder die haben sich hier extra viel Zeit genommen. Da fährt er eh. Okay, der ist noch ziemlich nah noch, wenn man das mal überlegt. Ah, es geht weiter, wunderbar. Dann ist das Gott sei Dank doch kein Bug. Doppelbespannung. Wunderschön. Beziehungsweise Doppeltraktion. So, rein in den Tunnel. Und ihr seht, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Gleich gibt es Geschwindigkeitsrausch. Wunderschön. So. Volle Möhre. Dann zeig mal, was du kannst.
Tja, leider werden wir jetzt schon wieder abgebremst, bevor wir die 300 überhaupt erreicht haben. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber da kommt schon wieder ein rotes Signal auf uns zu, habe ich das Gefühl. Jetzt geht es auch noch einigermaßen bergauf hier. Kommt ein gelbes Vorsignal. Und wir haben wieder mal rot. So, die LZB wird uns dann rechtzeitig stoppen. Da kommt noch ein gelbes Vorsignal. Und dahinter kommt dann das rote. Ah, jetzt hat sie es aber auf grün geschaltet. Das heißt, volle Kraft voraus. Bin ich aber auch mal gespannt, ob wir jetzt wirklich die 300 mal erreichen werden. Ah, wir werden schon wieder gebremst. Es ist zum... Naja, wir haben ja nach Kindig haben wir den Regionalexpress nicht mehr vor uns. Vielleicht dürfen wir dann endlich 300 fahren. So, nächste rote Signal ist direkt vor uns.
Und diesmal werden wir nicht das Glück haben, dass sie sich kurz vorher noch auf grün schaltet. Dieses Signal bleibt rot. Zumindest vorläufig. Das liebe ich so an der LZB. Man braucht selber gar nicht bremsen. Das macht einfach die LZB. Stopp. Wunderbar. So, warten, warten, warten. Dann fahren wir über Kindig, über Allersberg, über Frankenstadion und schließlich Nürnberg Hauptbahnhof, wo wir gegen 16.57 Uhr eintreffen sollen. Ich bin mal gespannt, ob wir pünktlich ankommen. Wenn wir weiter solche Halte machen, dann eher nicht. So, weiter geht's. Wie von Geisterhand fährt unser Zug los, ohne dass wir irgendwas machen. So, das ist die Passagieransicht. So, sieht so schon viel besser aus. So, bergab und gib ihm. Mal schauen, ob wir vor Kindig noch auf 300 km/h kommen. Wäre schon schön. So, 200 haben wir überschritten. Jetzt wird es allerdings mit dem... Wobei, wir fahren ja überkindig. Also wenn da bahnhofsbedingt keine Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen, dann könnten wir das sogar schaffen jetzt mit den 300. Zwei sechzig. Zwei achtzig. Gegenzug.
295. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten Sie nochmals auf unsere Regionalexpress aufmerksam machen. Im ersten Zugteil im Wagen 36 sowie im zweiten Zugteil im Wagen 26 befindet sich jeweils ein Bordrestaurant. Dort erhalten Sie eine reichhaltige Auswahl an Speisen sowie heißen und kalten Getränke. Wie wäre es jetzt mit einem Stück Kuchen und dazu ein heißer Kaffee oder Cappuccino? Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Fahrgäste der ersten Klasse bedienen wir auch gern am Platz. Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass ein Wechsel zwischen beiden Zugteilen während der Fahrt nicht möglich ist. Ja, vielen lieben Dank, lieber Felix, für diese hilfreichen Informationen, für das leckere Anpreisen der Speisen und Getränke im Bordbistro. Das kann ich nur empfehlen. Also ich selbst habe das auch schon öfter genossen und so ein schönes Stück Kuchen und ein Cappuccino oder ein Kaffee dazu, wunderschön. Und worauf uns der Felix auch noch hingewiesen hat, dass der Wechsel zwischen den beiden Zugteilen während der Fahrt nicht möglich ist, ich glaube, das versteht sich von selber. Ich denke, da muss man nicht weiter drauf eingehen. Und ich denke, ihr habt ihn schon an der Stimme erkannt. Jetzt ist natürlich unser lieber YouTuber oder mein YouTube-Kollege Felix der Weise, der dort gesprochen hat. Und ich sage es gerne noch einmal. Er hat dieses Szenario entwickelt und ganz lieben herzlichen Dank dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Szenario bisher sehr gut. Auch mit dem Regionalexpress davor, mit den roten Signalen. Auch die Ansagen von dir, wunderschön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein sehr, sehr schönes Szenario, ein sehr, sehr schönes vorweihnachtliches Geschenk. Wie gesagt, es ist kostenlos bei Zug Simfan zu erwerben. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß damit. Und ich wünsche auch allen, die mein Video dann ansehen werden, sehr, sehr viel Spaß damit. Und Felix, falls du das Video siehst, heute oder erst nach Weihnachten, ich wünsche dir und deiner Familie ganz tolle Weihnachten. Habt ein schönes Fest, ein paar besinnliche Tage und wenn wir es nicht mehr lesen, auch ein gutes oder einen guten neuen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und warten wir einfach ab, was uns 2022 so bringt, an neuen Szenarien, an neuen Rollmaterial, an Strecken und, was uns da alles so erwartet, auch beim Trainsim World, was uns da alles so erwartet, da bin ich schon sehr gespannt drauf und ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank für das tolle, schöne Szenario. An dieser Stelle sei noch gesagt, auch Felix der Weise hat einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal. Nennt sich Felix der Weise, wo er sehr viel verschiedene Simulationsspiele präsentiert. Und er macht das ganz toll, muss ich wirklich sagen. Und schaut gerne auch mal bei ihm vorbei, nachdem ihr bei mir wart und meine Glocke aktiviert habt und bei mir ein Abo hinterlassen habt, könnt ihr gerne zu meinem Kollegen Felix der Weise hingehen und euch dort auch das Abo sichern, damit ihr kein Video mehr von ihm verpasst. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren.
So, dann werden wir auch gleich Allersberg passieren. Und sind hoffentlich noch pünktlich in Nürnberg, was ich jetzt noch nicht sagen kann. Ist euch auch schon aufgefallen, dass auf dieser Strecke die Autos stehen auf der Autobahn? Also die bewegen sich nicht, die fahren nicht, die stehen. Das ist aber nur hier bei Ingolstadt Nürnberg. Warum das so ist, kann ich leider nicht sagen. Ob es daran liegt, dass die Strecke von GBE ist, ich kann es euch leider nicht sagen. Wenn ihr da eine Idee habt, warum das so ist, haut es gerne in die Kommentare. Achtung, ein dienstlicher Hinweis an das Zugbegleitpersonal im ersten Zugteil. Bitte bringen Sie dem Lokführer eine Tasse Kaffee. Vielen Dank im Voraus. Ich wiederhole. Ein Hinweis für das Zugbegleitpersonal im ersten Zugteil. Bitte bringen Sie dem Lokführer einen Kaffee. Vielen Dank. Ach, lieber Felix, das finde ich aber sehr, sehr nett von dir. Ein heißer Kaffee kann im Winter, an Wintertagen nie schaden. Und vielen Dank für den lieben Hinweis und für die kleine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Bitte mit Milch und Zucker. Danke. Zwei Stücke Zucker und ein Spritzer Milch. So, wir werden runter beschränkt auf 280. Obwohl das jetzt natürlich auch nicht die große Welt ist. Und wie ihr seht, es wird langsam dunkel. Aber das ist ja auch vollkommen normal in dieser Jahreszeit, dass es da so gegen 17 Uhr doch dann relativ fix dunkel wird. Das ist ja im realen Leben auch so. Von daher kann man mal wieder sehen, wie real dieses Szenario eigentlich ist und wie nah an der Realität es gemacht wurde. Und jetzt kommt die Beschränkung von 160. Und wir jetzt auch gleich durch oder das Frankenstadion durchfahren werden, passieren werden, wie immer ihr auch wollt. Und von da aus sind es dann auch nur noch gute 10 Kilometer bis, ja, gute 2-3 Kilometer bis Nürnberg im Frankental. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem LCB-Fahren ist wirklich ein sehr angenehmes Fahren. Man braucht sich eigentlich um nichts kümmern. Die LCB regelt alles für einen und man muss eigentlich nur da sitzen und die Augen auf die Strecke halten, falls mal irgendwas unverhofft auf der Strecke liegt oder steht. Aber ansonsten hat man nicht viel zu tun, wenn man mit LCB fährt. Was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Aber das muss man auch bei solchen Geschwindigkeiten. Da kann man nicht mehr auf jedes Signal achten, ob das jetzt gelb oder grün ist oder rot. Da ist so eine Linien,
Zugbeeinflussung schon was sehr, sehr Wertvolles und was sehr, sehr Schönes. So, 3,80 noch, dann fahren wir durchs Frankenstadion. Also jetzt nicht, natürlich nicht durchs Stadion, sondern wir passieren die Station, den Bahnhof Frankenstadion. Wo der erste, oder nicht der erste, aber wo der FC Nürnberg zu Hause ist. Freundschaftsverein von Schalke, wiederum mein Lieblingsverein. Und ja, ich will jetzt keine blöden Sprüche in den Kommentaren lesen von wegen zweite Liga. Das ist nur vorübergehend. Wir kommen wieder. So, wunderschöne Gegend hier. Ah, oh, jetzt hat die LZB Pause gemacht, das heißt, wir werden hier mal ein bisschen langsamer. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Nürnberg Hauptbahnhof, voraussichtlich am Gleis 6. In Nürnberg besteht Anschluss an einen Regionalexpress nach Würzburg Hauptbahnhof über Fürth, Siegelsdorf, Emskirchen, 17.05 Uhr aus Gleis 13. Regionalbahn nach Neuhaus-Pegnitz über Nürnberg-Ost, Lauf 17.05 Uhr aus Gleis 15. Regionalbahn nach Treuchtlingen über Schwabach-Roth, 17.05 Uhr aus Gleis 4. Regionalexpress nach Würzburg Hauptbahnhof über Fürth, 17.05 Uhr aus Gleis 13. Regionalexpress nach München Hauptbahnhof über Allersberg-Kinding, 17.10 Uhr aus Gleis 12. Regionalbahn nach Amberg über Lauf-Pegnitz, 17.15 Uhr aus Gleis 21. Intercity Express nach Hamburg-Altona über Würzburg-Fulda-Kassel, 17.28 Uhr aus Gleis 5. Sowie ein Regionalexpress nach Oberstdorf mit Zugteil nach Lindau über Donauwörth-Augsburg-Buchloe, 17.33 Uhr aus Gleis 7. Und ein Regionalexpress in Richtung München Hauptbahnhof über Neumarkt, Regensburg, Landshut, 17.36 Uhr aus Gleis 12. Sehr geehrte Fahrgäste, in Nürnberg findet ein Personalwechsel statt. Wir möchten uns daher von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag bzw. eine angenehme Weiterfahrt. Machen Sie in Nürnberg bitte auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Auf Wiedersehen. Aber selbstverständlich, lieber Felix. Aber wir werden Nürnberg leider nicht pünktlich erreichen, wie ihr seht. Falls die Uhrzeit 16.57 Uhr noch Bestand hat. Denn wir werden ja jetzt abermals aufgehalten. So. Schauen wir mal gerade, was da los ist. So, wir sind da. Da ist unser Gleis. Und unser Gleis ist besetzt. Deswegen haben wir rot. Zugverbindung 3, was das auch immer heißen mag. Schauen wir doch mal kurz nach, wer das unser Gleis besitzt.
Das dürfte doch Gleis 4 sein, oder? Ja, nee, das ist 8. Dann ist das 6, 5, 4. Aber hier ist doch gar keiner. Gleis 4 ist doch frei. Gleis 6. Aber Gleis 4 ist doch frei. Das verstehe, wer will. Muss ich das jetzt verstehen? Hier ist Gleis 4. Hier. Lieber Felix, was hat das zu bedeuten? Das ist die Einfahrt. So. So, wir müssen ja praktisch hier schon. Ändern. So, wo kommen wir dann hin? Auf Gleis 4. Müssen wir selbst die Weiche stellen. Da hätte man auch mal sagen können. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Na, ob wir das Szenario erfolgreich abschließen? Ich habe da noch so meine Zweifel.
Wir ganz hier in den Bahnsteig passen, das ist mir auch noch nicht so ganz sicher. Nee, das wird eng. Naja. Fast ganz drin. So, warum öffnen sich die Türen jetzt nicht? Weil ich zu weit gefahren bin wahrscheinlich. Es ist nicht einfach. Es öffnen sich die Türen nicht. Also weiter zurück kann ja noch nicht. Muss ich doch über. Lieber Felix, was mache ich falsch? Ist das, weil ich da hinten immer noch im Signal stehe, oder? Nein, das. Also das kann ich jetzt auch nicht so ganz verstehen, warum sich die Türen nicht öffnen. Chance. Damit lässt sich das Szenario leider nicht abschließen. Was schade ist, weil es ein sehr schönes Szenario ist. Aber ich bekomme die Tür nicht geöffnet, wie ihr seht. Absolut nicht. Naja, beenden wir das an dieser Stelle. Ich kann leider das Szenario nicht beenden, beziehungsweise abschließen, weil ich die Tür nicht geöffnet bekomme. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht kann mir der Felix da noch irgendwas zu sagen, woran das liegt, ob das ein Bug ist oder sonst was. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich wünsche euch schöne, schöne Weihnachten. Davon gibt es noch einen zweiten Teil. Vielleicht werde ich ihn gleich noch probieren. Mal schauen. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch aus. Ciao, Servus und Tschüss. Euer
Der Danny spielt das.